wohin immer der Feind vordringt. Es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Das ist das Todesurteil für das deutsche Volk. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Kohle, kein Verkehr. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören, würde unser Land zurückschleudern ins Mittelalter. Mit diesem Befehl rauben Sie dem Volk jegliche Überlebenschance. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Denn das Volk hat sich als der Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben ausgerottet wird. Es ist Ihr Volk. Sie sind der Führer. Was nach diesem Kampf übrig bleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen. I can confirm vast quantities of helium-3, and the readings are even stronger this way. You're breaking up. Please be advised, you may be near a radio shadow. Just communicate with... No fucking way. Hey, Sam, what you doing with that thing hopping around over there? I thought you were supposed to be taking some photos of me. Pimpfe und Mädels, setzt euch. Dieter, weißt du nicht, wohin mit deinem Hintern? Fräulein Richter, seit dem 65. Geburtstag des Mondführers lautet der vorschriftsmäßige Reisgruß Heil Kurzfleisch. Du bist ein ganz vorbildlicher Pimpf. Heute werden wir mit der unvaterländischsten aller Sprachen beginnen. Mit einer Sprache, die wir aber leider können müssen, wenn wir zu denen zurückkehren, die unsere Hilfe benötigen. In English, now. Where are we from? Siegfried. The Earth. Yes, more specifically. Gertrude. Germany. And when did we leave? Brunhilde. 1945. And where did we go? The dark side of the moon! Brilliant.